Servus Bremen-Fans, hier ist der Bassi B., Bremen-Fan aus Bayern. Darum zur Begrüßung kein Moin, sondern Servus. Dennoch geht es heute nicht um den wunderschönsten Verein auf diesem Planeten, den SV Werder Bremen, sondern es geht wie immer um die unbeliebte Serie Power Ranking. Jetzt vor dem letzten Spieltag. Es wird spannend, auch wenn keiner hinschaut. Let's go. Bevor wir loslegen, noch eine kurze Erklärung. Ihr seht hier vier Dinge gleichzeitig. Rechts unten bin wieder ich. Auf der rechten Seite, hier wo meine Maus ist, ist das Power Ranking, das noch leer ist. Das füllen wir gemeinsam von Platz 10 auf Platz 1. Wir machen Spannung, Spannung, Spannung. Und wiederum zwei Tabellen. Ihr kennt das. Die in der Mitte ist die sogenannte Dreier-Tabelle. Die Tabelle der letzten drei Spieltage. Vielen Dank für Transfermarkt.de. Unbezahlte Werbung. Daraus habe ich es bezogen. Und hier ist die Fünfer-Tabelle, also die Tabelle der letzten fünf Spiele, auch von Transfermarkt.de geklaut. Und wir fangen direkt an mit Platz 10. Man muss ehrlich sagen, es gibt aktuell ganz wenig formstarke Teams. Das muss man eigentlich vorweg sagen. Wir haben nur zwei Mannschaften, die die letzten beiden Spiele gewonnen haben. Wir haben nur noch eins, zwei, drei, vier Mannschaften noch mehr, die vier Punkte geholt haben in den letzten vier Spielen. Also quasi sechs Mannschaften von 18. Nur ein Drittel gewinnt, verliert, haben die letzten beiden Spiele nicht verloren. Das ist schon sehr krass. Darum ist es am Anfang sehr schwer zu unterscheiden. Ich entscheide mich für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf noch einen relativ starken Eindruck macht. Es gibt noch einen, der es noch viel, viel besser macht, aber es ist eine Mannschaft und das ist VfL Bochum auf Platz 10 in meinen Augen. Das sind jetzt ganz knappe Dinge dabei. Ich habe zum Beispiel Schalke nicht dabei, da kann man überlegen, wer ist jetzt da wirklich stärker oder schwächer. Aber ich habe mich knapp für Bochum entschieden. Bochum ist in der Fünfer-Tabelle auf Platz 14, das ist nicht so gut. Aber in der Dreier-Tabelle sind sie tatsächlich auf Platz 9, haben aus den letzten zwei Spielen vier Punkte geholt, beziehungsweise auch aus den letzten dreien. Und machen ihre Arbeit grundsolide und gehören deswegen in die Top 10. Sie haben Augsburg geschlagen, sie haben gegen Hertha einen Punkt geholt. Klar etwas glücklich, weil ganz am Schluss, aber der Punkt kann auch ganz wichtig sein. Auf Platz 9 ist eine Mannschaft, die zwei Gesichter zeigt, beziehungsweise die schwer einzuschätzen ist, VfL Wolfsburg auf Platz 9. Wenn man auf die 5er-Tabelle schaut, sind sie Sechster. Da gehören sie also viel, viel höher. Da haben sie von 5 Punkten in 5 Spielen 9 Punkte geholt. Das Problem ist aber, dass die Siege schon ein bisschen her sind, denn sie sind in der Dreier-Tabelle nur auf Platz 15, haben sie nur ein Spiel gewonnen und beide anderen verloren. Sie haben verloren gegen Freiburg, das kann man vielleicht verlieren, und sie haben auch gegen Dortmund da die 6-0-Klatsche bekommen. Das war natürlich brutal. Und dazwischen haben sie knapp gegen Hoffenheim verloren. Die Mannschaft hat es schon drauf. Die Mannschaft soll europäisch spielen. Das kann sie, glaube ich, auch. Aber hat gerade so eine kleine Leistungsdelle am Ende. Auf Platz 8 ist der Sportclub aus Freiburg. Da könnte man sagen, ein bisschen enttäuschend. Dreier-Tabelle nur auf Platz 13, aber in der Fünfer-Tabelle auf Platz 5. Man hat, finde ich, immer wieder das Gefühl, dass sie gar nicht so gut spielen, aber sie halten inzwischen auf einem dermaßen hohen Niveau ihre Qualität, dass man wirklich sagt, ach, jetzt haben sie mal zwei Spiele verloren, aber trotzdem sind sie halt noch in der Fünfer-Tabelle Fünfter. Also irre, brutal gutes Team, kann immer wieder nur einen Hut ziehen. SC Freiburg, eigentlich muss man fast schon sagen, auf einem schwachen achten Platz, aber wer immer im Power-Ranking ist, ist eine gute Mannschaft. Einfache Regel. Auf Platz 7. Auch eine Mannschaft im Abstiegskampf, die sich aber jetzt quasi gerettet hat mit einem sehr guten Endspurt. Das ist die TSG aus Hoffenheim auf Platz 7. In der 5. Tabelle sind sie 11. gar nicht so gut. 5 Spiele, 6 Punkte, also 3 verloren. Aber sie sind in der 3. Tabelle auf Platz 5, weil sie halt 2 Spiele gewonnen haben von den letzten 3. Das ist natürlich ganz entscheidend. Sie haben Eintracht Frankfurt geschlagen, haben dann gegen Wolfsburg ihn knapp verloren und haben jetzt gegen Union Berlin, die muss man erstmal schlagen. Ist auch ein Grund, warum bei mir Union Berlin rausgeflogen ist. Die wären auch ein Kandidat für Platz 10, 11 gewesen, also Bochum, Schalke, Union, alles sehr eng. Aber Hoffenheim, starker Endspurt für ihre Verhältnisse. Die Mannschaft gehört sowieso nicht in den Abstiegskampf und das hat sie damit wohl auch bewiesen. Und sie sind, soweit ich weiß, schon komplett durch. Glückwunsch. Auf Platz 6, die Mannschaft, die einen Trainer rausschmeißen muss, also
zum Ende der Saison, um anscheinend Leistung zu bringen. Wenn man es jetzt hier ansieht, sie sind erstaunlich. Sie sind in der 5. Tabelle 12., sind aber 7. in der 3. Tabelle, sind eine ganz wenige Mannschaft, die letzten zwei Spiele nicht verloren hat. Sie haben das schwache Mainz haben sie geschlagen und haben jetzt gegen Schalke eben 2-2 gespielt. Das ist vielleicht sogar eine kleine Enttäuschung, aber da wäre ein Sieg drin gewesen, dann wären sie noch höher. Ja, Frankfurt hat ein bisschen die Kurve bekommen. Die werden unzufrieden sein mit der Saison. Wenn sie den Pokal holen, dann ist alles gut, gehe ich mal davon aus. Aber wenn sie nicht holen, dann ist man wohl ein bisschen enttäuscht. Aber wer so eine bockstarke Vorsaison spielt, ist es wohl fast immer. So, und jetzt kommt die Mannschaft, die hier richtig Furore macht, in meinen Augen, zum Thema Abstiegskampf. Die unter Labbadia tot waren, unterm Hoeneß wieder leben. VfB Stuttgart. Sie sind in der 5er Tabelle schon 7. und sind in der 3er Tabelle auf Platz 6. Haben da 4 Punkte geholt, haben in den letzten 5 Spiele eben 8 Punkte geholt, haben nur ein Spiel verloren. Das ist richtig stark und genau so kann man die Liga halten. Und in meinen Augen, sie spielen jetzt gegen Hoffenheim. Auch kein schwacher Gegner, wie wir gerade erzählt haben. Aber ich glaube, Stuttgart wird die nötigen Punkte holen, um drin zu bleiben. Vielleicht sogar direkt, da muss man jetzt rechnen, wie es aussieht. Aber direkt einen Abstiegsplatz, Platz 17, sehe ich nicht. Auf Platz 4, der FC Bayern München. Die Mannschaft, die in ihrer größten Krise seit 10 Jahren steckt. Man hätte sie abstrafen können, das habe ich in ein paar Power-Rankings vorher, wo sie gegen Mainz verloren haben, gemacht. Es ist eigentlich immer ein bisschen unfair, weil sie sind in der 5. Tabelle 4., sie sind in der 3. Tabelle 4. Natürlich ist eine Niederlage immer ein Scheiß für den FC Bayern, das sind sie nicht gewohnt. Haben in den letzten 5 Spiele 2 verloren, das ist auch viel zu viel. Sie haben in 5 Spielen 7 Gegentore. Unter Pep Guardiola haben sie 20 Spiele gebraucht, um 7 Gegentore zu bekommen. Sie sind nun mal knackbar, aber sie sind eine ganz wenige Mannschaften, die in den letzten 3 Spiele 2 gewonnen hat. Und ja, sie sind besser wie jede Mannschaft, die darunter gerankt ist. Natürlich können sie aktuell gegen ein paar vielleicht sogar verlieren, weil sie so verletzbar sind wie noch nie, wie es in der letzten Dekade nicht. Aber trotzdem gehören sie immer noch zur Spitzenmannschaft. So ehrlich muss man sein. Auf Platz 3, was für ein Comeback. Die waren gefühlt, dachte man sich, hätten die nicht genug Punkte in den ersten, 60% der Saison geholt, dann wären die vielleicht noch in den Abstiegskampf, weil zwischen 60 und 80% der Saison war es richtig schlecht. Aber Köln ist wieder auferstanden. Köln ist wieder da. Köln hat die letzten 3 Spiele nicht verloren. Das muss man sich auf die Zunge ziehen lassen. Da ist nur noch Dortmund und Leipzig besser. Da sind sie besser wie Bayern und auch wie Hoffenheim. Und sonst gibt es hier keine Mannschaft, die 2 Siege in den letzten 3 Spielen hat. Sie sind auf Platz 3 in beiden Tabellen. Also nicht nur in der 3er, sondern auch in der 5er Tabelle. Da sind sie vom FC Bayern sogar einen Punkt mehr geholt wie Bayern. Also 10 Punkte geholt, nur ein Spiel verloren, nur ein Spiel unentschieden. Die letzten 3 Spiele haben sie keins verloren. Da gibt es auch nur 2 andere Mannschaften, die beide vor ihnen sind in dem Power Ranking. Also bockstark. Weiß nicht, was da passiert ist. Und da müssen wir uns als Bremen-Fans auch mal auf die Brust hauen und sagen, gegen die Mannschaft jetzt den Punkt holen, muss man so, wie es aussieht, auch sagen, okay, ist gar nicht so schlecht. Den kann man auch mal holen, den Punkt. Why not? Ja, was machst du jetzt? Platz 1 oder 2? Wir können es uns ja schon mal hinmalen. Platz 1 oder 2 ist natürlich bei Dortmund oder Leipzig, das dürfte klar sein. Was macht man? Tabellarisch ist es ganz klar. Leipzig ist bei beiden Tabellen 2., Dortmund ist bei beiden Tabellen 1. In der 3er Tabelle haben sie beide volle Punktzahl geholt. Da geht es nur darum, dass Dortmund einfach mehr Tore geschossen hat, weil sie eben Wolfsburg erschossen haben. Und Leipzig hat eben, glaube ich, gegen ein damals noch gutes Leverkusen, die im Übrigen auch rausgeflogen sind. Leverkusen ist zwar 10. in der 5er Tabelle, ist aber 16. in der 3er Tabelle. Also da müssen auch mal bestraft werden. Da hat halt Leipzig mal verloren, sonst haben sie alles gewonnen, in den letzten 4 Spiele gewonnen. Sie haben Bayern geschlagen. Der Sieg war in der 2. Halbzeit wirklich überzeugend. Haben sie Schwächen von Bayern ganz klar gezeigt. Dortmund hat das gegen Augsburg mit Glück und Geschick gemacht. Da waren ein, zwei Chancen für Augsburg, auch in der Überzahl da. Daher sage ich, ein Power-Ranking drehe ich es um. Und für mich ist auf Platz 2 Dortmund und auf Platz 1 Red Bull Leipzig. Wer Bayern schlägt, darf auch gerne mal ganz oben sein. Das soll nicht heißen, dass Dortmund nicht Meister wird.
Dortmund seine Hand, die können Meister werden und das ist auch erlaubt, wenn man Zweiter ist im Power Ranking. So, bevor wir zur Verabschiedung kommen, schauen wir uns noch schnell das Bild hier an. Letzte Woche gab es aus persönlichen Gründen kein Power Ranking, daher gibt es hier den Sprung und wir sehen, Leipzig verteidigt die Führung, Bayern hat einen Absturz, Dortmund und Köln steigen nach oben, Wolfsburg stürzt auch ab, Union stürzt massiv ab, Freiburg stürzt ab und Leverkusen stürzt ab, Frankfurt macht einen Sprung, Stuttgart ist aus dem Nichts gekommen und Bochum ebenfalls und ich habe Hoffenheim vergessen, aber den Club kann man auch mal vergessen. So schlimm ist das nicht. Kamera groß, jetzt seht ihr mich groß. Zeit zur Verabschiedung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und da ich der Basti B. bin, Bremen-Fan aus Bayern, gibt es für mich auch zur Verabschiedung kein Tschüss, kein Moin, sondern Servus.